Schon wieder die vierte Partie am heutigen Tag. Sechs Stück kriegen wir zu sehen und weiter geht's mit Norwegen gegen die Schweiz. 25 Begegnungen gab es bislang. Achtmal siegten die Norweger, 16-mal konnten die Schweizer gewinnen und einmal gab es ein Unentschieden. Zuletzt stand man sich am 12. Dezember 2019 gegenüber. Damals gewannen die Schweizer mit 5:0. Der letzte Sieg der Norweger gegen die Schweizer Nationalmannschaft rührt vom 8. Mai 2016. Damals gewannen die Norweger mit 4:3 nach Verlängerung. Olymp versucht es ja gleich gegen Ginoni, allerdings ohne Erfolg. Kukan für die Schweiz mit einem erfolgreichen Auftakt. 4:3 gegen die Slowenen. Natürlich ein guter Einstand, den man hier feiert. Wichtiger Einstand auch für die Schweizer Mannschaft, die ja bei der virtuellen Platschen Eishockey-WM bislang noch nicht so wirklich viel hat feiern können. Umso wichtiger natürlich jetzt, dass man konsequent bleibt, dass man dran bleibt, dass man weiter Gas gibt. Aber ob das Ganze von Erfolg gekrönt sein wird, das werden wir erst am Ende der 60 gespielten Minuten wissen. Vielleicht auch erst nach der Verlängerung und vielleicht auch erst nach Penalty-Schießen. Wer weiß. Igli. Das ist Roymark. Suter. Lange Scheibe, Seitenwechsel. Eggenberger. Eggenberger, Igli. Wieder Roymark dazwischen. Und Martinsen für Norwegen. Da ist Fladeby. Wieder Martinsen. Norwegen gefährlich nah vor Ginoni. Knappe Viertelstunde gespielt. Miranda. Salsten. Harter Check, wieder Salsten. Und Ginoni einmal mehr. Der sichere Rückhalt der Schweizer. Fura. Miranda. 2 Minuten noch im ersten Durchgang. Noch Stebo, Salsten. Wieder Fora. Letzten Sekunden laufen vielleicht nochmal die Schweizer mit dem Abschluss. Da ist er! Türkauf mit dem 1:0 für die Eidgenossen. Noch vor der Pause treffen die Schweizer durch Kelvin Türkauf. Und das war ein ganz wichtiger Treffer für die Schweizer Nationalmannschaft. Jetzt ist es passiert. Und jetzt liegt man in Führung. Das bedeutet, jetzt hat man den ersten Treffer hier gemacht. Jetzt hat man die Tür ganz weit aufgestoßen.
Wir gehen rein in den Mittelabschnitt und fragen uns, wie sieht die Antwort aus? Der Norweger Roselli Olsen, Genoni. Nächste Scheibe. Und wenn er den richtig trifft, dann wird das richtig schwer für Arntzen. Schweizer bleiben dran. Hischier, Siegenthaler. Da ist Meier. Der auf Kuraschew. Schweizer jetzt mit viel Druck zu Beginn des Mittelabschnitts wollen auf 2:0 erhöhen. Hischier. Kuraschew. Scheibe bei den Norwegern. Können sich nicht wirklich befreien. Die Schweizer sofort wieder mit dem Umschaltspiel. Roselli Olsen. Olim. Da ist er. Olim. Papagenoni hat die Scheibe. Auf Riyad und Suter. Und wieder ist Arntzen zur Stelle. Sechs zu drei die Bundesstatistik für die Schweiz. Moser, Suter, Tor! Schweizer erhöhen auf 2:0. Und das ging richtig, richtig, richtig schnell. Vom Bulli weg, gute Drehung. Und nach exakt der Hälfte der gespielten Zeit 2:0 für die Schweiz. Norwegen jetzt mit Vladeby. Natürlich jetzt der Druck, der auf die Norwegern lastet. Erste Partie unterlag man mit 1:2. Martinsen, Vladeby, Johannessen, jetzt kann man mal ein bisschen Druck aufbauen, es gibt die Strafzeit. Überzahl für die Norweger. Auf Krogdahl. Genoni bislang ohne größere Probleme in dieser Partie. Norwegen nicht wirklich zwingend. Die Schier auf Moser. Eine Minute 8 noch in Überzahl. Norwegen mit dem nächsten Schussversuch. Aber sie geben nicht auf. Die Schweiz komplett. Marschrichtung war eine gute Richtung, aber die Schweizer
Auch mit einem Mann weniger. Sehr stehfest in der Verteidigung. Olimp. Egli. Wieder die Schweizer, wieder die Scheibe Lilberg. Aber schneller dran. Letzten Sekunden laufen. Schuss bleibt aus. Und damit geht's mit der 2:0-Führung für die Schweiz in diese zweite Drittelpause. Norwegen muss eine deutliche Schippe draufpacken, wenn man hier noch gewinnen möchte. Und das, obwohl man eigentlich ja, das bessere Schussverhältnis hat. Ein Schuss mehr, aber die Tore, die sind auf Seiten der Schweizer gefallen. Und guck an. Gute Möglichkeit, früh im Schlussabschnitt, wenn hier der Treffer fällt, dann dürfte es das gewesen sein. Aber auch Norwegen lässt es hier nicht unversucht. Wieder Bulli gewinnen für die Schweiz. Naja, Siegenthaler. Und wieder einmal mehr Ginoni zur Stelle. Doppelt so viele Bullies gehen ans Schweizer Team. Spielen sehr, sehr stark auf. Und da ist Hischier. Mit einer ganz guten Gelegenheit. Noch knappe 13 Minuten. Olimp. Roselli Olsen und wieder einmal mehr Ginoni. Kukan, Siegenthaler. Norwegen lässt nichts unversucht. Lilberg. Aber Ginoni, der Rückhalt auf Schweizer Seite. Das wird schwer werden. Leonardo Ginoni hier zu überwinden. Norwegen versucht, die Lücke da irgendwie ausfindig zu machen, aber es misslingt bis hierhin. Schweiz bislang ohne Gegentreffer am heutigen Tage. Acht Minuten 20 noch, Eggenberger. Oh, kann da an allen Spielern vorbeiziehen. Eggenberger 3:0 für die Schweiz. Was für ein Solo von Nando Eggenberger. Was für ein Solo des Schweizers, die hier auf 3:0 erhöhen. Und das könnte die Vorentscheidung jetzt gewesen sein. Wie soll Norwegen da nochmal zurückkommen? In diese Schweizer Mannschaft, die überhaupt nichts anbrennen lässt. Auch hier geht
Die Scheibe an die Schweiz. Atzen muss hinter sich greifen. In letzter Sekunde kann allerdings den Puck da am Tor verhindern. Ansonsten wäre das das 0:4 gewesen aus Sicht der Norweger. Schweizer lassen nicht locker. Da ist Fladeby. Geht da noch was für Norwegen? Ist da noch irgendwas möglich? Wieder die Schweizer. Wieder die Scheibe auf Arnzen. Eggenberger. Letzte Minute in dieser Partie läuft. Die Schweiz über weite Strecken spielbestimmend. Aber den entscheidenden Unterschied, den macht heute Leonardo Giannoni für mich im Tor der Schweizer. Noch 36 Sekunden. Berci. Also, das ist schon wirklich eine hervorragende Partie gewesen der Schweiz, die damit den zweiten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft einfährt. Gratulation! Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. In der Gruppe A spielt später noch Schweden gegen Österreich. In der Gruppe B dürfen wir heute noch Tschechien gegen Kasachstan sehen. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin. Euer Bloody LP.